Genau jetzt. Ein bisschen Sport hängt auch gut. Die Sportsendung wird auch von der Gruppe Mutuelle präsentiert. Versichert genau jetzt. Guten Abend und herzlich willkommen zur Sendung Sport vom 15. Mai. Heute geht es bei uns um Fußball, Bob und Eishockey. Das sind unsere Themen in der Übersicht. Liga hat geschafft, heisst es für die FC Sitte. Trotz einer hohen Turbulenz in den letzten Monaten bleibt der Verein in der Super League. Positionswechsel für den Michael Kühne. Der Olympia-Vierte von Pyeongchang geht in der nächsten Saison mit einem eigenen Team an den Start. Zweikampf im Walliser Nachwuchshockey. Auf der einen Seite steht die Walschgruppierung HC Wallis Chablais, auf der anderen Wally Wallis Future, beim HC Fisp als Zugpferd. Am Schluss war es ein bisschen weniger spannend, als befürchtet. Der FC Sitte hat am Wochenende dank einem 3:2 Sieg gegen St. Gallen den Verbleib in der Super League eine Runde vor Schluss von der Meisterschaft gesichert. Es ist ein Happy End nach einer turbulenten Saison. Die Anspannung und der Druck sind weg. Der Erleichterung riesig bei den Fans und den Spielern vom FC Sitte. Das Wallis hat auch in der nächsten Saison eine Mannschaft in der höchsten Schweizer Liga. Bis man das hat darf sagen, hat man aber die Kehrung zittern in den letzten Wochen und Monaten. Irgendwie fand alles im Mai 2017 im Basler St. Jakob Park an. Das erste Mal überhaupt verliert der FC Sitte im Cup-Finale. Der Mythos ist vorbei. Ein Grossteil des Verliererteams muss der Verein verlassen. Sportlich Glück soll in der Saison 2017-2018 der Paolo Tramezzani zurückbringen. Ein Missverständnis. Alt in einer Europa-League-Qualifikation und im Cup in der Meisterschaft nach 12 Spieltagen schon in Schwierigkeiten. Ende Oktober endet die Zusammenarbeit. Negative Schlagzeilen macht im September auch der Präsident Christian Constantin mit seiner Attacke gegen den TV-Experten Rolf Ringer. Auf der Trainerbank versucht als nächstes der Gabri Gisglick. Es ist der erste Job als Trainer von einer Profimannschaft für die Spanier. Und auch die Zusammenarbeit endet vorzeitig, nämlich Anfang Februar am ersten Match von der Frühlingsrunde. Diesmal gibt es eine interne Lesung. Der bisherige U21-Trainer Maurizio Jacobacci darf sein Glück versuchen. Und tatsächlich geht es jetzt Schritt für Schritt vorwärts. Mit dem bekannten Happy End, mit dem Sieg und um damit geschafften Ligaerhalt gegen St. Gallen. Er hat es schnell geschafft, seine Spielidee zu vermitteln. Dank ihm haben wir die richtige Balance zwischen Offensive und Defensive gefunden. Er hat wirklich einen super Job gemacht in der Frühlingsrunde. Der Schlüssel war sicher das Spiel gegen Lausanne, wo wir daheim 3-1 gewonnen haben, wo wir wirklich leiden mussten, dass wir das Spiel noch haben für uns entscheiden können. Aber dort ist wahrscheinlich die Mannschaft geboren. Eigentlich aber schon kurz vor dem Match gegen die Waadtländer. Da hat man nämlich der Pai-Team Kasami kurzzeitig suspendiert. Das hat der Mannschaft auch gezeigt. Es ist nicht der Einzelspieler wichtig, sondern es ist das Team, das der Stamm sein muss. Und das Team kann nur funktionieren, wenn alle wirklich dieser Idee auch mitziehen. Und das hat nicht nur mit dem Team zu tun, sondern auch das ganze Umfeld. Der Maurizio Jacobacci hat es uns allen gezeigt. Von der Notlesung ist er zum gefeierten Retter vom FC Sitte gekommen. Die letzten Monate waren aber auch für den Trainer hart gewesen. Ja, es ist sicher ab Substanz gegangen, weil ich habe mich wirklich voll investiert. Ich habe sehr wenig Privatzeit gehabt und habe mich wirklich voll fokussiert auf den Klassenerhalt, auf den Ligaerhalt. Und sehr viele Stunden für FC Sion investiert. Es ist praktisch nur um FC Sion gegangen. Aber ich wusste, wie wichtig es ist, dass sich alle auch so investieren in die Rettung des FC Sion. Als Lohn für die erfolgreiche Mission Ligaerhalt verdient der Maurizio Jacobacci einen Super League-Vertrag beim FC Sitte für die nächste Saison. Argumente dagegen gibt es eigentlich keine.
Von seiner olympischen Premiere in Pyeongchang war der Michael Kühne fast mit einer Medaille heimgekommen. Platz 4 im Federbob hat er wenigstens noch ein olympisches Diplom gegeben. Nach der erfolgreichen Saison im Eiskanal ist für den Bolschiedner jetzt Zeit für einen neuen Herausforderung. Laufschule auf der Tartanbahn vom Sportplatz Müleia. Und Sprints mit zusätzlichem Gepäck. Für Michael Kühne hat der Alltag des Leistungssportler wieder angefangen. Ich hatte nach der Saison fast eineinhalb Monate Pause. Blessuren, auch an Bubas, Lagüte. Und jetzt seit drei Wochen sind wir eigentlich wieder voll dran. Länge Sprinten, viele Wiederholungen und so Settings. Und man macht auch wieder mal etwas für das Herz. Die nötige Motivation für das Sommertraining gab die Erfolge vom letzten Winter. Zusammen mit Pilot Clemens Bracher gewinnt Michael Kühne Ende Dezember die Schweizer Meistertitel im Zweier- und im Viererbob. International macht man mit dem ersten Weltcup-Sieg und dem Vize-Europameistertitel auf sich aufmerksam. Und an Olympischen Spielen Südkorea wird Michael Kühne mit dem Team von Nico Peter Vierter im Viererbob. Dass sich der Bolschiedner nach dem Saisonende neu orientiert, das war schon länger klar. Ich habe jetzt in den letzten drei Jahren immer nach der Saison selber gefahren als Pilot. Und das war auch vom Verband die Idee, dass man ein bisschen fährt. Und auch in der letzten Saison, als wir unterwegs waren als Pilot, habe ich mir schon eigentlich gesagt, mal das ist. Und weil das Ziel war auch, die Olympischen Spiele, hat man halt eine neue Saison als Ostschieber gemacht. Aber im Hinterkopf immer klar, nach den Olympischen Spielen will ich selber fahren. Vom Ostschieber wird Michael Kühne jetzt also zum Pilot. Das Bobteam Kühne ist euer Familienprojekt. Als erster Ostschieber ist der jüngere Bruder eingestiegen. Ja, er hat mich bis jetzt zweimal mitgenommen zum Bob fahren. Das hat mich beides Mal eigentlich schon ziemlich also fasziniert, mit ihm unterwegs zu sein, drauf zu sein. Und von diesen zwei Mal bin ich eigentlich, also ist beides Mal wirklich super Erfahrung gewesen, wenn ich mit ihm zusammen sammeln kann. Und das ist wirklich eine interessante Sache, finde ich. Im sportlichen Rucksack von Patrick Kühne sind Erfahrungen in der Leichtathletik, im Eishockey und im Handball drin. Die ersten Versuche am Eiskanal haben jetzt nicht nur Spass gemacht. Der Michael Kühne hat ein Potenzial entdeckt. In Sigulda beispielsweise, wenn ich schon im letzten Trainingslager, haben wir am letzten Tag ein bisschen Rennen gemacht und haben ein bisschen Stoff gegeben am Start. Und da habe ich eigentlich schon recht gesehen, dass er Patrick schnell starten kann, wenn er will. Suchen tut man jetzt aber noch weitere Anschieber an. Erste Kontakte mit potenziellen Kandidaten gibt es. Und der Michael Kühne ist weiter auf der Suche nach neuen Talenten. Im August werde ich jetzt Fischperson Anschieben-Event machen, wo man mal Schlitten auf der Schiene drauf schieben kann. Und dann wird die Zeit genommen. Und dann kommt auch da für einen Appell noch der eine oder der andere rohe Diamant, den man dann richten kann, der eventuell sogar etwas wäre für die Olympischen Spiele 2022. Peking 2022. Das ist das Grossfahrenziel. Bis auf China ist aber noch ein weiter Weg. Sportlich auf der einen Seite und vor allem auch finanziell. 123'000 Franken ist das Budget für die erste Saison. Der Vorteil ist sicher, dass ich jetzt an Olympischen Spielen war. So also, kennen wir mich ein bisschen, oder es kennen mich auch ein paar Leute. Und, es, kommt auch, es ist euch klar, dass ich es ernst meine und nicht einfach in den Spass mache. Und die Reaktionen sind bis jetzt also, sind eigentlich gar nicht schlecht. Viele stehen hinter der Idee, finden es cool. Neben dem klassischen Firmensponsoring gibt es auch schon einen Fanclub, der Geld bringen soll. Und das Crowdfunding ist angedeicht. Auf den Michael Kühne wartet in den nächsten Monaten noch eine Haufe Arbeit. Sportlich im Sommertraining, vor allem aber auch beim Suchen von zusätzlichen Teammitgliedern und Geld. Kooperationen am Nachwuchs sind in vielen Sportarten immer wieder aktuell. Im Wallis kommt gerade im Eishockey das Thema regelmässig auf. Im Walcher Kantonsteil gibt es in ein paar Tagen wieder ein neues Konstrukt. Andere wünschen dadurch an einer aktuellen Situation wenig. Das Hockey im Mittel- und Unterwallis ist in Bewegung. Die letzte Woche hat man das Projekt Aschsevalle Schable präsentiert. Eine intensive Zusammenarbeit von den Clubs zwischen Sitte und Monte.
im Aktiv- und im Nachwuchsbereich. Die Macheda sehen es als ersten Schritt zum richtigen HC Wallis. Ihr Projekt bedeutet euch, dass die Maisputz-League-Mannschaft vom HC Sitten in Zukunft zu Martinach spielt. Oder dass die gerade in die erste Liga aufgestiegene Mannschaft von Red Eyes den umgekehrten Weg macht, in der Kantonshauptstadt spielt und da größtenteils mit Junioren wird antreten. Diese Entwicklung schaut man im Oberwallis mit grossem Interesse zu. Zentral Unterwallis stelle ich sehr viele Bewegungen fest, ob das richtig auf die Tür gut kommt, ob die Clubs richtig zusammen funktionieren. Das müsste ich zuerst noch zeigen. Wir mit Siders sind eine erfolgreiche Zusammenarbeit seit Jahren. Im Unterwallis darf man gespannt sein, was es über nächstes Jahr gibt. Der Francisco Heldner kennt das Verhältnis vor allem im Nachwuchsbereich. Und er sieht es so: Hier ist der Kanton zweigeteilt. Auf der einen Seite der Wandgruppierung HC Wallis Chablais. Mit Aushängeschildern HC Sitten und Red Eyes. Im oberen Kantonsteil gibt es eine Gruppierung mit dem Namen Wallis Wallis Future. Mit den beiden Zugpferden EHC Fisp und HC Siders. Geplant, so der AGD, war es eigentlich anders gewesen. Wir haben eigentlich bei den Novizeli zuvor die Borde aufgetan, für die ganzen Clips im Wallis. Haben die Möglichkeit gegeben, dass die anderen Clubs da richtig mitspielen in der Liga Novice Elite. Offenbar hat man sich von Siders abwärts oder von Sitten abwärts entschieden, einen eigenen Weg zu gehen. Voilà. Für dich ist es ein bisschen eine Konkurrenzsituation. Konkurrenzbereites Geschäft. Der HC Siders und der EHC Fisp arbeiten schon seit Jahren zusammen. Die Zusammenarbeit intensiviert man jetzt. Also der Spieler soll von dem Minitop aufwärts die Möglichkeit haben, in der besten Mannschaft zu spielen. Minitop, Novice Elite, Junior Elite B. Dadurch, über die drei Mannschaften geht die Zusammenarbeit. Und da werden wir auch gemeinsam miteinander wichtig, vom Staff bis zum Marketingbudget, alles zusammen miteinander bestritten. Mit Siders und mit den restlichen Partnerclubs von Siders aufwärts. Mit im Boot mit den beiden grossen Traditionsclubs sind aber noch ein paar andere Vereine. Im Oberwallis der EHC Saastal, der EHC Rado und Young Eagles zu Brigliis. Kleinere Clubs zwar, aber darum Leute und Fischberg Präsident auf keinen Fall weniger bedeutend für das Projekt Wallis Wallis Future. Also das sind für uns sehr, sehr wichtige Partner. Heute geht es darum, dem Spieler die besten Möglichkeiten zu bieten. Und ich bin der Meinung, dass man hier wunderbare Synergien nutzen kann. Also das sind für uns sehr, sehr wichtige Partner der ganzen Konstellation. Für die Zusammenarbeit mit weiteren Clubs im Mittel- und Unterwallis sind die Porta weiter offen, sagt Francisco Heldner. So oder ähnlich sind sie aber schon seit Jahren bei vielen Vereinsverantwortlichen im Wallis. Für das richtige Miteinander statt das Gegeneinander sind aber die Mentalitäten und der Moment und die Interessen einfach zu unterschiedlich. Das Aushängeschild von der Hockey-Nachwuchsgruppierung Wallis Wallis Future sind Novizen. Vor ein paar Wochen ist man in dieser Alterskategorie überraschend in die Elite aufgestiegen. Textstufe schweizweit. Das ist eine Chance, aber eine grosse Herausforderung für DHC Fisp und seine Partner. Und ich muss sagen, die Mannschaft hat darum hinten das erreicht, was wir jetzt sind, weil es als Mannschaft sensationell funktioniert hat. Ihr seid geile Sieger. Am Üstigsabend Ende März findet der Fisper Nachwuchspräsident Francisco Heldner klare Worte. Das Team VS, eine Mannschaft mit Spielern auf Fisp, Siders, Raro und dem Saastal, in der Novice Elite, eine Sensation. Der letzte Schritt macht die Mannschaft im Tessin beim HC Ambri Piotta. Seither sind ein paar Wochen vergangen, jetzt wird wieder im Sommertraining geschwitzt. Und das unter der Leitung von einem neuen finnischen Trainer. Ich denke, die Mentalität, ja. Mit diesen Spielern ist ganz gleich wie finnische Spieler. Hart kämpfen, hart arbeiten, viel arbeiten. So, für mich das ist ganz gut. Grund. Defensiv gut organisiert und im Angriff kreativ und schnell. So will der Sami Sumkin sein Team nächste Saison spielen. Neben dem 42-jährigen Skandinavier hat man mit dem deutsch-kanadischen Doppelbürger Danny Beauregard den Trainerstaff nochmals verstärkt. Erstens einmal sind wir in der Basis breiter geworden mit dem ganzen Projekt in Brigliis. Wir haben sehr viele Kinder in der Hockeyschule, weil sie langsam in den Verein kommen und auf der Stufe, auf der einzelnen Mannschaftsstufe werden Hockey spielen. Das bedingt, dass wir hier den Trainerstaff ausbauen. Und zweitens ist natürlich die Geschichte mit den Novizen Elite dazu. Das heisst, wir müssen auch hier Profitrainer haben, die
wo die Mannschaft trainieren. Und durch das waren wir einzig gezwungen, den Trainerstaff also uns zu bauen. Beim Trainerstaff haben die Verantwortlichen und Nägel mit Köpfen gemacht. Gerade weil der Rüstung in die Novizen-Elite erst Ende März klar war, ist es hingegen komplizierter, genügend Spieler für die Mannschaft zusammenzukriegen. Das heisst, wir sind gezwungen, auch von der Breite, die wir haben, über die Kantonsgrenze darüber uns Spieler zu holen. Wir reden sogar davon, dass wir zwei Ausländer engagieren können für die Novizen-Elite. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich immer noch die Situation, dass Vereine außerhalb des Kantons immer noch sehr intensiv dran sind, Einspieler abzuwerben. Also seriöse Spieler bei uns, die schon unterschrieben haben bei anderen Vereinen und die immer noch darauf tendieren, dass wahrscheinlich der EHC Fischbaden verlassen und außerhalb des Kantons irgendwo werden die Novizen-Elite spielen. Für Gesprächsstoff hat in der letzten Woche die Frage gesorgt, wo das neue Aushängeschild vom Walliser Nachwuchshockey soll spielen. Die Antwort ist auf den ersten Blick überraschend. Statt Fisch oder Siders wird Ige Arena zu Brigliis neue sportliche Heimat vom Team. Die geografische Lage ist bei der Entscheidung nicht Matchentscheidung gewesen. Es waren andere Kriterien, wie beispielsweise die Unterkunft von diesen Spielern, freie Eiskapazitäten, Garderobe, die Ausbildungsmöglichkeiten, Internate usw. Und der war einfach ganz klar gesagt, Brig ist eigentlich prädestiniert als Standort für die Novizen-Elite. Kostet das Abenteuer Novizen-Elite voraussichtlich 150'000 Franken pro Saison. Ein staatlicher Betrag, aber gleichzeitig gut investiertes Geld in die Zukunft des Walliser Hockey. Das war schon wieder von der Sendung Sport für diese Woche. Merci im Namen des ganzen Kanal 9-Team für euer Interesse. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Die Sportsendung ist auch von der Gruppe Mutuelle präsentiert. Versichert genau jetzt.